Und willkommen zurück zu Let's Play Cry of Fear. Ja, wir sind endlich in Kirkville angekommen, unserer heißgeliebten Heimatstadt. Und ja, hier brauchen wir ausnahmsweise mal keine Taschenlampe und können das Ganze, soweit ich das sehe, nicht ruhig genießen. Denn es warten Mülltütenkinder auf uns, die hatten wir lange nicht. Werf ich die Taschenlampe weg? Ja. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Wir merken uns, Taschenlampe liegt hier. Merke. The door won't budge. Pam, damit können wir auch schön zuschlagen. In die Mülltütenfresse rein. Na komm, das klappt nicht. Ich dachte gerade, da steht einer, aber es ist nur eine grässlich animierte Stange. Gut, gucken wir mal in die Hütte. Können wir nicht rein. Ich glaube, wir brauchen keine Taschenlampe mehr. Die brauchen wir nicht mehr. Und wir hätten den Revolver mitnehmen sollen. Ich hoffe, den finden wir nochmal irgendwo. Da täte ich mich freuen. Eine Spritze. So, hier kann man jetzt aber bestimmt rein. Kann man auch nicht. Revolver. Dort ist er. Kann man da rein? Kann man da rein? Kann man hier was finden? Nein. Kann man hier überhaupt was machen, außer... merkwürdige Leute erschießen? Dauer und Batsch. Batsch. Gucken wir mal hier oben. Können wir da rüber? Nein, können wir auch nicht. Können wir hier gucken? Ja, können wir. Da finden wir Schrotflintenmunition. Und eine M16. Nee. Da behalte ich lieber das Ding und hau hier nochmal eine Kugel rein. Ich glaube, wir sind gleich zu Hause, ne? Also irgendwo müsste ja jetzt langsam aber sicher unsere... Es tut mir leid, Mülltütenkind, armes kleines Mülli. Das war's für ihn. Da juckt mir schon wieder die Nase. Sobald ich den Aufnahme-Button drücke, juckt mir die Nase. Was finden wir denn hier als für Zeug? Was wollen wir damit? Wir haben unser Inventar voll. Bis oben hin. Ich will einen Revolver. Keinen Hammer. So. Das scheint unser Zuhause zu sein. Und ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich Trottel. Wie immer. Ich will erst nochmal draußen gucken. Und vielleicht hätten wir die Taschenlampe doch nochmal mitnehmen sollen. Aber hier können wir ja sowieso nicht rein. Boah, mir schlafen die Füße ein. So. Obwohl, das macht es natürlich viel witziger, ohne Taschenlampe zu spielen. Das ist auf jeden Fall total witzig. Und hier gibt es überall diese P345 Munition und eine Spritze. Ich drücke einfach hier wild E, weil ich sehe hier eh nichts.
Revolvermunition. Und kein Revolver, verdammte Axt. Dorber und Batsch, hier. Alter, was soll denn das? Wo kommen die denn jetzt her? Also manchmal verstehe ich die Welt hier nicht. Oh, armes Embryo. Alien, Schädel, Viech. Da haben wir jetzt natürlich M16 Munition. Das trifft sich gut. Die können wir total gut gebrauchen. Hätte ich mir natürlich auch denken können. Da kommt wieder ein Michael. Den hauen wir aber jetzt einfach mal aus den Socken. Denn der... Hallo, stirbst du jetzt endlich mal? Das hat ja total toll funktioniert. Ich will weg mit dem Fahrrad, sofort. Und es wird gleich wieder Zeit für ein... Ich habe gerade noch gesagt, es wird gleich wieder Zeit für ein Spritzchen. Und in dem Augenblick knallt er uns über den Haufen, ey. Das soll wohl ein Witz sein, echt. Naja, jetzt geht das Ganze schneller. Jetzt wissen wir ja, hier ist das. Und dann einfach da vorne lang. Da kommt gleich die Schrotflinte irgendwo. Und nochmal ein komischer Typ. Hier ist noch eine Spritze. Machen wir das Ganze ein bisschen im Schnelldurchlauf. Die machen auch ordentlich Schaden, ne? Das ist einfach unglaublich. Hier lag, glaube ich, nichts mehr. Hier kommt dann irgendwann gleich die Schrotflinte. Hier war auch nichts. Da war eigentlich irgendwo die Flinte. Jetzt liegt natürlich ein... Nee, warte mal. Hier liegt ein M16. Die Flinte war doch irgendwo dann davor, ne? Oh, Mann. Wo war denn jetzt die Schrotflinte? Die lag doch hier. Irgendwo. Och, Leute, genau, hier lag die Schrotflinte. Können wir jetzt eigentlich dann drop. So, hier Schrotflinte, ganz toll. Wenn ich jetzt gleich irgendwas übersehe, was wir vorher gefunden haben, man möge es mir bitte verzeihen. Ich bin neu hier, ich kenne mich damit nicht aus. Oh, wenn man nicht so genau guckt, geht das Ganze viel schneller. Brauchen wir natürlich zwei bei dem. So, hier lag dann irgendwie nichts mehr. Da war gleich unser Haus, aber hier lag noch der Hammer, genau. Aber ansonsten nichts. Und hier ist unser Haus. Da wartet nochmal ein kleines Müllkind auf uns. Und Dunkelheit. Ja, ja, ist ganz dunkel. Jetzt warten natürlich hier zwei Müllkinder plötzlich. Wie schon erwähnt, ich verstehe das Ganze manchmal wirklich nicht. So, hier lag doch dann auch irgendwo... Genau. Eine Syringe. Davon haben wir jetzt genug und können jetzt uns jetzt mal eine genehmigen.
Equip. So, dann kommen hier gleich noch andere Hansens irgendwo her. Aus der Wand? Nein. Doch nicht aus der Wand. So, M16 und Spritze und irgendwas. Ach ja, jetzt kommt da hinten noch ein fliegendes Bett oder was? Auch noch. Okay, das Ganze variiert irgendwie immer von Spielstand zu Spielstand mit den Gegnern. Hier kommt jetzt auch ein Bett. Ich hätte mir eigentlich wirklich lieber... Warum kommt denn jetzt hier noch ein Bett? Ich raff das nicht. Und da hinten ist auch nochmal ein Schütze. Ich blick da nicht durch gerade. Den erwischen wir natürlich so nicht. Dann machen wir hier einmal den Scharfschützen, weil die sehen uns gerade nicht. Das ist von Vorteil. Dann nehmen wir jetzt mal die Pistole und laden das hier einmal nach. Ist natürlich jetzt blöd. Jetzt hätten wir eigentlich zurückrennen müssen und hätten die M16 holen müssen. So, Spritze, und hier müsste ja dann genau der Typ gewesen sein. Da hinten war dann auch nochmal irgendwo einer. Oh. Genau da. Redding Stjensten. Redding Stjensten? Ja. Das klingt plausibel. Aber wir brauchen Munition oder mal endlich einen Revolver. Denn so wie ich das gehört habe, scheint das die stärkste Waffe in diesem Spiel zu sein. Mit einer der stärksten Waffen. P33 Dingsbums. Kann man hier rein? Ich drücke einfach mal wild E. Hier finden wir eine Lampe. Ob das wohl ein Hinweis ist? Na, wird hell. Erstmal zurück und nochmal in dem einen Haus gucken, wo ich jetzt gerade eben die Tür vergessen habe. Das war irgendwo... dort. Gut, können wir nicht rein, also müssen wir da lang. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es einfach nicht. Wenigstens haben wir Licht und eigentlich können wir uns hier auch nochmal eine reinkloppen. So, dann nehmen wir das hier mal die Tür. Das ist alles ein bisschen verzwickt jetzt hier. Hier vielleicht? Nein. Dort auch nicht. Dann vielleicht da rein. Auch nicht. Hier? Nein. Aber ich glaube, wir brauchen die Lampe wirklich nicht mehr.
noch nicht. Kommen wir aber auch nicht rein. Da vielleicht auch nicht. Müssen wir jetzt hier einfach so die Häuser absuchen, oder was? Ich blick das nicht so ganz. Finally home. Aha. I hope Mom's okay. Mama. Mama wird bestimmt okay sein, aber ich gucke jetzt erstmal da hinten an der Straße. Das würde mich wahrhaft interessieren, ob es hier noch irgendwas. Siehst du? Das hätten wir jetzt übersehen und weißt du was? Piep auf die Laterne. Wir nehmen die Shotgun jetzt mit. Denn ich habe so das Gefühl, jetzt könnte gleich der Showdown kommen. Und ich denke, wir werden jede einzelne Patrone dafür gebrauchen. Egal gegen was für einen Gegner wir antreten müssen, schmeißen wir natürlich erstmal die Pistole weg. Damit wir gut vorbereitet sind. So. Mein lieber Simon, welches ist denn jetzt dein Haus? Das hier wahrscheinlich. Also das. Oder das. Oder das, wo man reingucken kann. Ich gehe davon aus, dass es das ist, wo man reingucken kann. Denn hier hinten kann man nicht lang. Hängt mir schon die Zunge raus. Okay, dann scheint das unser Zuhause zu sein. Stelle keine Fragen. Mom? 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 Where are you? Mom? 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 Erinnert mich ein bisschen an an Family Guy, es tut mir leid. Mama? Mama? Mami? 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 Entschuldigung. Aber ich versuche trotzdem die anderen Türen nochmal. Obwohl wir ja eigentlich sowieso nicht reinkommen. So, da auch nicht. Da waren wir schon. Okay. Also hinein. Zack. So, dann heißt es wohl Mama finden. Mit Frukti von Kanye. Das hatten wir alles schon. Die doofen Witze. Aha, aha, aha. Schöne Blume. Mhm. Aber ansonsten nichts Interessantes. Ein Tonbandgerät. Das ist wahrhaft schon interessanter. Aber wir spielen noch ein bisschen weiter. Und verstecken uns im Schrank. Okay, wir. Okay. Wir sitzen anscheinend im Rollstuhl. Haben hier gerade friedlich an unserem Tagebuch geschrieben.
Und ich versuche mal rauszufinden, wie wir hier steuern. Was soll's, wir fahren einfach unserem... Alter, ist das verrückt. Unserem Untergang entgegen. Was bitte ist das? Was sollen wir hier? Oh nein, nicht in den Abgrund! Okay, da war... Was auch immer da war, wir fahren hin. Kann man hier irgendwas sich lehnen oder irgend sowas Blödes? Hallo? Zielen kann man auch nicht. Wir können nur schießen und sterben. Kommt er nochmal? Hallo? Wir kämpfen also gegen uns selbst. Weird. Ziemlich weird. Extrem weird. Aber, ja, das stellt eben den armen Simon dar. Er ist ständig im Kampf gegen sich selbst, weil er, so wie ich das verstanden habe, bei einem Autounfall irgendwie die Beine verloren hat oder ins Koma gefallen ist oder irgend sowas. Irgendwas ist da mit ihm passiert. Und er stand kurz vorm Selbstmord oder steht kurz vorm Selbstmord. Und deshalb, ja, kämpft er eigentlich ständig mit sich selbst. Deshalb auch die Wunden an seinem Unterarm. Und weil er einfach so von Selbsthass jetzt zerfressen ist. Okay, nachladen. Und wir verlieren ständig an Energie. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Es sei denn, uns heilt jetzt gleich irgendwas, weil der hält ja doch schon mächtig was aus. Jetzt guckt er gleich hier, wetten. Na komm. Okay, er guckt nicht. Aber da guckt er jetzt. Stopp. Komm. Na, wo bist du? Ich richte mich mal gerade aus, fahre ein Stück nach vorne. Hallo? Doch kein Simon? Oh mein Gott. Ja. Yeah. Das hat total toll geklappt. Ich will nicht mehr. Ja, das kennen wir ja. Können wir das abbrechen? Können wir nicht. Gut, wir versuchen das Ganze nochmal. Jetzt abbrechen? Nein, können wir nicht. Der sieht so eklig aus, ey. Okay, wir müssen ihm schlicht und ergreifend einfach von vornherein schon einen Haufen Energie abziehen und wir müssen gut zielen.
immer auf die Rübe. Aber das sollten wir ja irgendwie hinkriegen. Das dauert jetzt. Aber wir bringen das jetzt zu Ende hier. Koste es, was es wolle. Wir machen das zu Ende. Egal, wie lang die Folge wird, also könnt ihr euch schon drauf einstellen. 50 Minuten, eine Stunde. So, kommt er hier zum ersten Mal? Ich glaube... Nee, da kam er noch nicht. Er kam erst bei der nächsten Ecke. Und zwar hier. Stück nach vorne. Simon? Das war schon... Ja, war okay. Ich glaube, wir müssen beim letzten Mal, wenn er auftaucht, einfach nochmal nachladen. Damit wir ein ganzes Magazin zur Verfügung haben. So, und jetzt guckt er hier ja gleich, glaube ich, ganz um die Ecke mit der Schrotflinte oder so. Ja, guckt er. Jetzt haben wir ihn sogar schon zur Hälfte runter. Dieses Mal klappt es mit Sicherheit. Da lief er. Hier guckt er jetzt, glaube ich, nicht. Ah, blöder Rollstuhl. Hallo? Aber hier guckt er. So, und ich glaube, beim nächsten Mal kam er dann angerannt. Soweit ich mich erinnere. Mit meinem super Kurzzeitgedächtnis. Gut, wir werden es ja gleich sehen, wenn dieser Hohlraum, vielmehr dieser dunkle Gang jetzt gleich kommt. Dann laden wir einfach nochmal fix durch. Machen wir jetzt auch. Und ich warte einfach mal... Weil jetzt müssen wir einen Tod kriegen mit einem Magazin. Das sollte zu schaffen sein. Komm schon. Na komm. Der Moment der Wahrheit. Suicide. But it didn't only leave me alive. It also left two police officers dead. I killed them. Shot them both. This was not supposed to happen. Doctors testified that I was having a psychosis. Which means that my punishment won't be too hard for me to bear. I have to spend the rest of my life in a mental hospital, where nurses and doctors are taking care of me. They let me finish my book, and it has helped me a lot. I wrote a happy ending, just for myself. I feel better now. I am more at peace with myself. Even though I'm still stuck in this wheelchair. But, I accept that now. I can never forgive myself for shooting those two officers, though. But I have so many supportive people around me now, so...
I think I will be okay. Dr. Purnell is mentoring me and is watching my progress. I am lucky to have him. Sophie visits me every once in a while. When the doctors let her, that is. They still think her visits are too destabilizing for me and that it hinders my progress. I keep on telling her how sorry I am for making her life miserable every time she's here. She just laughs a bit and tells me to stop being so silly. But I can see the damage I've done to her in her eyes every time she looks at me. She found a new friend. One who is there for her and treats her right. I'm happy for her. Though I'll miss the good moments we've had, knowing that they'll never come back. I think this is a good time to close this book. It has changed my life forever. The end. Ja, das war also Cry of Fear. Entschuldigung, also am Ende waren keine Untertitel dabei. Ich versuche das gerade mal etwas zu erzählen. Also er leidet unter einer Psychose und er hat eben in seinem Wahn zwei Polizeileute erschossen. Musste dafür ins Gefängnis und musste dafür sein Leben lang in einer Irrenanstalt verbringen. Also in einem Mental Hospital. Und ich glaube, das Ganze, ja, war ein Resümee. Also er hat das Ganze im Mental Hospital, dieses Buch, als Therapie verfasst. Und wir haben das Ganze gespielt. Also wir haben den Verlauf. Also er hat das so geschrieben, wie wir das erlebt haben. So hat er das aufgeschrieben. Und so haben wir das erlebt, sozusagen. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Ich hoffe doch. Und auf jeden Fall, der Dr. Purnell war sehr nett zu ihm und alles. Und der hat ihm das empfohlen, das ja zu machen. Und er ist froh, dass er ihn hat. Und auch die Sophie, die besucht ihn öfters. Und was weiß ich. Die hatten einen neuen Freund und er freut sich für sie und er akzeptiert, dass er im Rollstuhl sitzt. Also das Ganze, hat sich doch jetzt ein bisschen aufgeklärt, für mich zumindest, so wie ich das jetzt auffasse. Und ja, wirklich ein unglaublich gutes Spiel, muss ich ganz ernsthaft sagen. Ich bin begeistert. Ich wollte es ja am Anfang, hatte ich überlegt, also nach Afraid of Monster denke ich, spiele ich das jetzt, weil das ist schon so ausgelutscht und das haben schon so viele gespielt, aber es ist mir egal gewesen. Ich hatte Bock, das zu spielen und nach Afraid of Monsters musste das einfach sein. Und ja, gut, dass wir es gemacht haben, war eine Erfahrung wert, hat auch wirklich Spaß gemacht und ich bin gespannt, was noch als nächstes kommt. Also wohin uns der Weg noch führen wird in Sachen Horror Games. Also ich habe ja da noch. Schmeiß ich vor Palaver schon das Mikro hier um. Ich habe ja da noch einiges auf der Platte, was man da noch spielen kann. Was man noch zeigen kann. Lasst euch da einfach mal überraschen. Da wird noch ein bisschen was kommen. Guck mir hier gerade die Credits an, sorry. Ihr stört? Nein, Quatsch. Und ich werde jetzt die Tage dann auch mal versuchen, mit Migui oder sonst was irgendwie mal mit was anderem meine Videos zu rendern, damit ich vielleicht noch ein bisschen bessere Qualität hinbekomme. Bei Risen 3 habe ich das jetzt gesehen, das gefällt mir noch nicht so ganz. Oh, PewDiePie wird hier gegrüßt. Aha. Mal gerade durch. Badass Viking.
Naja, wie gesagt, also demnächst wird sich vielleicht ein bisschen was ändern. Ich probiere da mal ein bisschen rum. Thanks for playing. Ja, ich bedanke mich für das Spiel, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank. Super. Daumen hoch. Alle beide. Alle drei. Alle fünf Finger. Begeistert. Okay, Statistik. Shots fired. Okay, 1200. Shots hit, 891. Shots missed, okay. Oh, 71%. Geht doch. 32 Spritzen. 90 Mal gespeichert. 16 Waffen. Distance traveled on foot. 41 Kilometer. Time taken. Okay, wir haben 6 Stunden gebraucht. Enemies killed by melee. Enemies killed by firearms. Difficult chosen normal. Ending scene 4. Also es gibt, glaube ich, weiß ich nicht, gibt es 4 Enden? Oder 5? 4, glaube ich. Und wir haben die Note D. Okay, eine glatte 4. Unlocked. Mod Database Hoodie. Afraid of Monsters Suit. Sick Simon Suit. Developer Commentaries. Secret Package. Nightmare Mode. Book Page 1, Book Page 4, Book Page 5. Doctor Mode. Huch. Okay, ich guck mal gerade, was es hier noch gibt. Es gibt noch ganz viele Custom Campaigns, sehe ich gerade. Not available. Aber hier oben gibt es noch einige. Ihr wisst, was das heißt. Huch. Vielleicht sehen wir uns ja bald bei einer Custom Kampagne nochmal wieder. Würde mich freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Nanius.